Beamter im gehobenen Dienst. Das klingt doch irgendwie ganz furchtbar spießig, oder? Oder ziemlich cool, weil es dabei nämlich um Jobs geht, die den Staat am Laufen halten und ohne die hier nicht viel los wäre. In der Fächergruppe Öffentliche Verwaltung werden Fachleute für wichtige Bereiche der öffentlichen Ordnung ausgebildet. Zum Beispiel für den Polizeidienst, für das Finanzamt oder für die Bundesagentur für Arbeit. Das Studium ist meistens mit einem Arbeits- oder Ausbildungsvertrag gekoppelt, sodass sich also Studien- und Praxisphasen immer abwechseln. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr dann euer späteres Arbeitsumfeld schon kennenlernt. Verwaltung hat viel mit Organisation zu tun und deswegen ist das hier auch zentraler Studieninhalt. Ihr beschäftigt euch mit rechtlichen Grundlagen, mit den Kompetenzen staatlicher Institutionen und je nach Schwerpunkt mit etwas spezielleren Themen wie Kriminologie, wie Steuerrecht, wie Gesetzgebungsverfahren. Ich denke, die Grundlagen kennt ihr auch schon aus der Schule, aus Fächern wie Wirtschaft oder wie Politikunterricht oder wie Sozialkunde. Staatsdiener tragen besondere Verantwortung. Und deswegen solltet ihr einen gewissen Sinn für Verantwortungsbewusstsein und für Gründlichkeit für das Studium schon mitbringen. Das Studium soll euch auf eine Position im öffentlichen Dienst vorbereiten, also zum Beispiel als Abteilungsleiter einer Behörde. Eine Beamtenlaufbahn auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene ist recht wahrscheinlich. Genauso könnt ihr aber auch in der freien Wirtschaft arbeiten oder bei einem Verband. So, mehr Infos zu dieser Fächergruppe und zu allen anderen Studienangeboten findet ihr auf hochschulkompass.de. Dort gibt es auch einen Interessenstest, wenn ihr also noch gar nicht wisst, was so für euch in Frage kommt.